Der letzte ist mir. Au! Oh, Sauerstoff. Vor lauter Kampf. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play bei Sunkerland. Ich habe mich hier schon einmal eingespielt, circa 45 Minuten, und wir machen hier einen Charakter, wo ich schon ausgewählt habe, und wir erstellen ein Spiel und gehen hier rein in eine neue Welt. Bei den Spieleinstellungen, Waterworld haben wir gemacht, wir wollen aber eine neue Welt, gehen hier hin. Und sagen hier Mettis Welt, das passt. Und hier von der Gegnergeschwindigkeit lassen wir normal Mittel. Und bei der Überlebensschwierigkeit nehme ich da einfach, dass wir einfach nicht so viel Nahrungsmittel etc. looten müssen. Das andere passt soweit. Weltbeschreibung hier einfach einmal YouTube. Und wir machen hier das Ganze fertig. Und wir erstellen unser neues Spiel. Spiel erstellen und beginnen hier. Grafik sollte hoch sein von den Einstellungen her. Und der Ladevorgang ist hier. Wir fliegen hier einmal ins Wasser. Und das passt alles. Bei der ersten Base, die ich gemacht habe, habe ich hier in den Stein oben angebaut. Ich bin da nicht ganz überzeugt gewesen, weil wenn ich da irgendwo Wasser sammeln muss, dann muss ich einfach so weit hoch und runter steigen. Oh, die Geräusche ist ein bisschen laut. Da muss ich schnell in die Einstellungen rein und bin gleich wieder da. So, ich habe das Ganze ein bisschen heruntergeschaltet. Wir schauen gleich, wie es sich anhört. Wenn man den nächsten Baum fällen, ja, das ist schon einiges besser, und so lassen wir es sein. Hier habe ich die Anfängerachse, ist ein bisschen mühsam, beziehungsweise geht es sehr lange, bis man hier einen Baum gefällt hat. Den nehme ich auch gleich mit, die Sticks, und die geben alle hier die Holzplanken. Wie gesagt, habe ich ja die ersten Base auf den Stein gebaut. Mühsam war, dass ich hier viel Wasser dann hochtragen musste. Und ich bin dann überlegen, wie ich das mache. Weil hier kommen ja irgendwie allen dritten Tag Mutanten vorbei, die uns angreifen. Also müssen wir uns irgendwie schützen. Das ist die Frage, wie ich mich da am besten schütze. Hier auf dem Land, da gibt es irgendwie aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten. Und zwar gehen wir gleich vorbei. Die Energie ein bisschen so passt, gehen wir gleich vorbei. Die eine Möglichkeit ist, dass ich hier die Steinwand als Rückwand nehme für meine Base. Oder die andere Variante wäre, ich versuche meine Base irgendwie im Wasser zu platzieren. Einfach hier eine Erweiterung. Das habe ich aber gar nicht getestet, ob ich hier im Wasser überhaupt bauen kann. Wir gehen hier aufs Baumenü und setzen hier mal ein Holzfundament. Ja, das geht. Das wäre cool, wenn ich da irgendwie rausbauen kann. Aus meiner Sicht irgendwie so. Jetzt weiß ich da gar nicht, wie weit das ich komme. Dann habe ich hier meinen Laufsteg, komme hier rein und baue dann hier meine Base. Ja, das gefällt mir ungefähr so. Der Nachteil ist, ich brauche am Anfang halt einiges an Holz. Wie habe ich es eigentlich geplant? Mir hat das Spiel bis jetzt relativ sehr Spaß gemacht. Ich war da auch unterwegs mit einem Paddelboot. Der Nachteil ist, es geht relativ lange, wenn man hier auf eine Insel geht und wieder retour. Das würde ich dann einfach out of screen machen und euch dann wieder dann einfach dazu nehmen, wenn ich da irgendwo auf eine Zielzusteuere oder dann halt auch wieder zurückreise. Am Anfang lasse ich euch da alles mal zusehen für Zuschauer, die irgendwie das überlegen, vielleicht dieses Spiel auch herunterzuladen, dass sie hier einfach sehen, was hier alles am Anfang gemacht werden muss. Klar, bei einem Survival-Spiel hier am Anfang Holzfällen etc. für das Grundmaterial, hier auch die Base aufgebaut werden kann.
So, wir versuchen jetzt nochmals hier mit diesem Grundmaterial an Holz die Base da zu erweitern, die Fundamente zu vergrößern, aber nicht allzu groß, dass wir hier gut vorankommen. Mit der Tab-Taste kann ich hier meine Fundamente wieder nehmen und baue hier einfach mal ein... ich wollte so, aber für den Anfang genügt das. Ich brauche dann auch eine Kiste. Die Kiste ist, glaube ich, hier beim Inventar. Vielleicht habe ich mich jetzt auch verschaut. Entschuldigung. Nicht der Verpackungskarton. Das war beim ersten Let's Play, also wo ich da, nicht beim ersten Let's Play, wo ich mir da eingespielt habe, habe ich da versucht, die Kisten da zu bauen. Ging nicht. Wir nehmen hier die Holztruhen. Wir können hier erst eine bauen. Und dann machen wir hier unser Lager. Setzen unsere erste Kiste und gehen hier nochmals ein bisschen Holz sammeln. Unter Wasser spielt sich das eigentlich am mehrheitlich ab. Hier gibt es auch ganz viele Sachen zu looten unter Wasser, aber das werden wir nachher gleich sehen. Hier das Material mitnehmen, großer Baum. So, Entschuldigung, meine Stimme ein bisschen, aber das soll so gehen. Dann bauen wir jetzt die ersten Holzkisten, damit wir auch ein kleines Inventar haben. Und bauen dann unsere ersten Sachen, die wir benötigen. Paddelboot, eine Kochstelle, Trinkstelle, damit wir Nahrung und Wasser jederzeit nehmen können. So, da haben wir schon viele Bäume genommen. Hier die Äste nehmen wir gleich mit. Gehen noch zu diesem Baum hängen. Und richten dann unsere Base ein. Wie gesagt, haben wir jetzt schnell 3 Tage Zeit, bis da der erste Angriff kommt. Der ist noch relativ human. Ein zweiter Angriff hatte ich bis jetzt noch nicht. Wie gesagt, nur kurz eingespielt. Und das war kein Problem, das zu verteidigen. Wir platzieren hier die nächste Kiste. Machen hier die Nummer 2 und hier die Nummer 3. Was wir jetzt eigentlich machen möchten, ist eine Feuerstelle, ein einfacher Grill und ein einfacher Reiniger, damit wir Wasser haben. Hier, wir sehen, wir brauchen Schrott und eigentlich die Komponenten. Hier die Sachen mal schon mal in die Kiste, damit wir hier einiges looten können. Hier brauche ich dann Sauerstoff. Hier hat es schon Material unten. Ne, kann ich nicht nehmen. Hier Autos kann man nehmen mit F. Hier gibt es ein bisschen Gummi, Schrott, also Metall, Benzin und Komponenten, je nach Fahrzeug. Und hier haben wir die Rotalgen. Wir gehen da nach hinten. Sauerstoff ist am Anfang relativ immer sehr knapp. Das Einzige, was ich geschafft habe, mal Tauchflossen zu erstellen und die anzuziehen. Man kann hier auch, glaube ich, eine Sauerstoffflasche dann bauen. So weit bin ich aber noch nicht gekommen. Und das können wir dann auch gemeinsam entdecken. Hier nehmen wir alles, was ich gelernt habe. Man kann auch etwas drin lassen. Dann ist beim Einstieg wieder alles vorhanden. So habe ich es gelesen. Ich verzichte auf das, weil das für mich ein bisschen Cheaten ist. Sondern wir looten einfach alles, was hier drin ist. Und kommen, schauen, wie weit das wir hier kommen. Sauerstoff wird schon wieder knapp. So, wenn der Sauerstoff unten ist, dann zieht es uns nachher das Leben hinunter. Von dem her, also ein bisschen spatzig hätte man, aber ich möchte hier die Gesundheit nicht tief. Oder, dass die eigentlich sinkt. Wir nehmen hier alles. Hier Stoff und ein Schmuckkästchen. Hier ein Bett, nehme ich auch gleich mit. Sauerstoff, wieder darauf achten.
Kühlschränke etc. Wir kommen gleich wieder hier nach unten und holen uns gleich den Rest. Und dann gehen wir wieder einmal nach unten. Hier gibt es auch Haie, Fische etc. Zuerst dachte ich, die Fische, die ich entdeckt habe, das sind Haien. Im Unterwasser geht die Energie auch längst immer hoch und mein Inventar ist voll. Das heißt, wir gehen einmal zurück zu unseren Holzkisten, die wir ja schon mal einmal da erstellt haben. Hier habe ich Nahrung, eine Cola habe ich, die brauche ich noch nicht. Nahrung, was ist hier? Flipflops, Flipflops kann ich hier anziehen. Und die haben hier eine Rüstung von 1. Und den Rest gehen wir hier nach hinten. Von der Map her, die sieht so aus, sage ich jetzt mal. Das sind Punkte, die wir entdecken können. Das passt soweit, dass wir das gesehen haben. Und dann gibt es einen Händler. Den muss ich nochmal schauen, wo der ist. Sehen wir aber dann auch gleich. So, können wir schon etwas herstellen. Und zwar die einfache Grill und sogar den einfachen Reiniger. Wir bauen hier mal einmal unseren einfachen Reiniger auf. Den platziere ich einmal hier hin und haben wir auch schon Zeit für den einfachen Grill. Ja, platzieren wir hier. Und was wir benötigen, ist noch eine Schlafmatte. Die Schlafmatte ist hier. Hier fehlt uns noch Holz. Holz haben wir noch hier drin. Wir nehmen hier die 20 und platzieren hier noch unseren Schlafsack. Bauen, Bett, einfaches Bett bauen. Und hier haben wir das Lager, dann machen wir hier unsere Schlafmatratze hin, platzieren die, dass wir dann die über die Nacht schlafen können. Was wir brauchen ist einen Eimer und hier brauchen wir Feuer. Der Eimer, der ist nicht hier drin, der ist ja wieder beim Inventar, weil das ich beim Inventar platzieren kann. Hier fehlt uns noch Metallschrott. Metallschrott habe ich ja kein abgelegt, aber ich kann noch hier wieder Nahrung. Wir nehmen einmal die Nahrung. Das Leben geht hier hoch, die Energie auch. Und den Rest platzieren wir. Die Cola auch. Und das benötigen wir gleich hier mal nicht. Und alles mal rein, damit wir wieder einigermaßen gut looten können. Hier hat es glaube noch ein Fahrzeug. Das nehmen wir gleich mit und gehen dann noch zum Gebäude, wo wir gerade vorhin waren und leeren das Gebäude komplett. Hier einigermaßen an Metallschrott und wieder Benzin. Noch einmal hoch und Sauerstoff holen. Und der ist voll. Wir gehen hier unten. Der Eingang war hier hinten. Und hier haben wir noch ein taktisches Hemd. Wald nehmen wir gleich mit. Das können wir nicht, aber wir können dieses Material mitnehmen. Tabletten, damit wir länger tauchen können. Und hier haben wir nochmals Nahrung. Das geht auch nicht. Dann ist hier unten alles leer geräumt. Geht nochmals Sauerstoff. Gehen schnell in den oberen Stockwerk und schauen, ob wir auch da alles schnell Material eingesammelt haben. Und würden dann zum nächsten Gebäude gehen. Fahrzeuge liegen dazu auch noch. Hier ist alles leer. Wir gehen hier unten zum Auto. Hier gibt es wieder Metallschrott und Stoff. Das ist immer ein bisschen eine Überraschung. Wir haben noch Sauerstoff, nehmen hier nochmals Metall mit. Dann ist hier unten gerade nichts mehr. Wir müssen Sauerstoff, ja, wieder hoch und gehen gleich nochmals runter. Also am Anfang einiges viel, wo man looten muss, damit man hier auch vorwärts kommt mit der Basebau. Fahrzeug. Hier hat es einen Schrank. Der gibt Stoff und Planke. Da ist nichts. Gehen hier nach unten. Hier ist auch schon alles leer geräumt. Wir haben hier noch ein Fahrzeug. Das können wir noch gleich mitnehmen. Und gehen hier nochmals hoch
weil der Sauerstoff schon wieder sehr knapp wird, aber wir haben es auch rechtzeitig hochgeschafft. Hier noch mal das Metallschrott, das war dieses Gebäude. Dann gehen wir hier noch schnell schauen. Hier hat es sicher auch noch etwas. Ja. Und dann ist auch dieses Gebäude soweit leer. Wir haben noch ein Fahrzeug, nehmen wir gleich mit. Komponenten dieses Mal und auch wieder Benzin. Und das hier ist ein normaler Fisch. Den greife ich aber noch nicht an, weil ich noch keinen Speer habe. So, wir haben ja intern noch irgendwelche Komponenten gesehen. Den nehmen wir noch mit. Und dann können wir unseren Eimer herstellen und dann schon unser Wasser zubereiten. Hier ist der Eimer, den gleich herstellen können wir hier unten reinnehmen. Mit der Taste 2 Schnellzugriff füllen. Und das war das Thema, was ich meinte. Jetzt muss ich ja jedes Mal da zu meiner Stelle gehen. Vorher war das hier oben. Ja, das war ein bisschen mühsam. So kann ich jetzt hier das füllen. Das geht 5-mal. Da komme ich nicht rein, aber hier ist der Weg dann einiges kürzer, wo ich da machen kann, und wir füllen hier gleich mal alles mit Meerwasser zu. Hier komme ich, ich komme sogar hoch. Vielleicht kann ich das auch gleich so machen. Füllen, hoch, füllen. Nee, hat man einiges an Zeit gespart. Hier noch Holz hinzufügen. Und hier sollte ich, glaube noch haben. Ja, wir nehmen die gleich mit. Füllen hier nochmals das Holz. Rauche einen Eimer mit Meerwasser gefüllt. Okay. Die falsche Taste. Hier füllen und hier auch füllen. Wir können wieder die 1 nehmen. Wir können hier auch die Waffen herstellen. Wir nehmen hier einmal den Holzspeer. Hier fällt uns nochmals wieder Material. Ihr seht, das Holz geht am Anfang relativ schnell aus, und einmal herstellen. Und mein Inventar ist voll. Dann platzieren wir einmal hier den Metallschrott. Komponenten, Metallschrott. Hier haben wir eine Rüstung, 3. Den ziehen wir gleich an. Und die platzieren wir mal auf die Seite. Das kann ich beim Händler verkaufen. Und dann passt soweit. Den Holzspeer haben wir. Da können wir auch Nahrung sammeln gehen. Hier die Nummer 3. Und hier hinten war der Fisch. Da gehen wir gleich vorbei. Und packen uns den. Dann haben wir die Nahrung auch gewährleistet. Und haben die ersten wichtigen Sachen gemacht. Diese Fische gehen, glaube ich, nicht, oder ich habe es bis jetzt nicht erwischt. So, Energie aufladen, damit wir hier einigermaßen hoch sind. Die haben mich bis jetzt auch noch nie angegriffen. Außer da war jetzt mal ein Update da. Jetzt geht er gleich weg. Aber den habe ich schon. Also relativ sehr easy hier. Der letzte ist mir... Oh, Sauerstoff. Vor lauter Kampf nicht auf den Sauerstoff geachtet. Eben nochmals nach unten. Nicht von hinten angreifen, weil dann schieben die relativ schnell davon. Ich gehe hier zum Kopf vorne und greife die an. Dann funktioniert das sehr gut. Mit 4-mal zustechen ist er auch weg. So. Was haben wir hier unten noch? Ich sehe hier gleich kein Fahrzeug. Bei diesem Gebäude waren wir noch nicht, hätte ich jetzt gesagt, aber nee. Nehmen hier die 1. Nehmen das gleich mit, wenn wir schon hier sind. Holz kann man immer brauchen und Altmetall auch.
Hier haben wir schon alles. Ja, sauerstoffmäßig sollte es noch gehen, wenn ich da mich nicht so blöd anstelle. Nehme ich ja die Komponente und mit Sauerstoff schon wieder knapp. Oh, ich hatte jetzt noch eine Kochherdofen gehabt. Den nehmen wir gleich natürlich noch mit. Gehe hier nach unten. Natürlich alles mitnehmen. Hier ist nichts mehr. Im oberen Stockwerk auch nicht. Und wir gehen wieder hoch. Es wird schon dunkel, wir haben schon 18.17 Uhr, das ist die rechte Zeit, die linke Zeit ist die Aufnahmezeit. Hier haben wir Muscheln, Muscheln können wir auch mitnehmen, ist für die Nahrung gut. Hier haben wir alle, gehen wir gleich hier vorbei und ihr seht, wir sind schon gut ausgerüstet für die ersten paar Minuten, die wir hier gespielt haben. Ich weiß dann nicht, wie gut die Verteilung da ist, wenn ich da auf dem Wasser baue. Da lassen wir uns überraschen und müssen sonst halt weitere Maßnahmen treffen, dass dann unsere Base dann sicher ist. Und wir können da Türen bauen, irgendwie ist das, habe ich mir da vorgestellt, ich baue hier Türen. Jetzt weiß ich nicht, ob die dann auch hier raufschwimmen etc. Hier platzieren wir einfach mal unser Fleisch mit Kuh. Kann ich wechseln und Essen hinzufügen. Hier. Und hier kann ich gleich auch trinken, Wasser trinken mit der Taste F. Und da ist schon voll, das passt. Wir gehen wieder in unsere Holztruhe. Gut, wir haben jetzt viel Dings. Da ziehen wir mal auf diese Seite her und schauen gleich, was wir noch bauen können. Und zwar haben wir, Holz, ca. 31, Klebeband haben wir 2, wir haben hier Altmetallkomponenten haben wir wenig, 2 und schauen hier gleich mal an beim Bauen. Pflanzen, da möchte ich noch nichts machen, habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht. Ein Forschungstisch, der ist sicher mal noch notwendig, hier brauchen wir gerade nichts. Die Fässer sind auch sehr gut zum Aufbewahren von Gegenständen. Hier sind dann unsere Abwehrsachen. Das Paddelboot, 6 Komponenten. Hier können wir noch etwas Licht machen, dass wir im Dunkeln auch etwas sehen. Hier eigentlich bessere Axt, da müssen wir Seil machen. Seil können wir hier machen aus Tüchern. Und aus Stoff können wir dann auch Baumwolle machen und später auch Lederrüstungen. Und irgendwo habe ich doch Kleider gehabt, habe ich den angezogen? Ja, okay. Ein Rucksack oder Sack zum die Kapazität erhöhen. 6 Stoff plus 3 sind 9 Stoffe. Können wir 9 Stoffe machen. Hier ist einer und 9. Wir nehmen die 9. Machen hier einmal Seil. Das benötigen wir einmal. Herstellen und gehen hier nochmals zum Sack. Wir haben hier 15 Inventar-Slots. Und wenn ich den herstelle und den hier platziere, dann habe ich jetzt 20. Um 20 Uhr kann ich etwas schlafen gehen. Ja, jetzt schon, wir gehen jetzt nach 20 Uhr. Dann stehen wir irgendwie um 5 oder 6 Uhr auf. Und für die Aufnahme ist es dann relativ auch für euch im YouTube. Ist natürlich immer ein bisschen noch mehr dunkler. Da lohnt es sich nicht, da irgendwo in der Nacht Sachen zu unternehmen, weil es dann einfach extrem dunkel ist. Wir können hier mal einmal das Essen mit C aufgefüllt. Wir bekommen Holzkohle. Wir haben natürlich die Nahrung hier schon wieder platziert. Nehmen hier einmal die Muschel. Hier habe ich noch den Marlin-Fischhaut erhalten. Und hier sind die Muschel. Die Kohle kann ich hier platzieren. Und wir fügen hier einmal das Essen zu. Hier einmal Muscheln. Mehr kann ich hier nicht hinzufügen. So, wir haben schon 20.45 Uhr. Das heißt, wir machen ein kleines Nickerchen. Gehen schlafen, es ist morgen um 6 Uhr. Unser Muschel ist soweit zubereitet und wir platzieren gleich das nächste. Hier können wir wieder einen Schluck Wasser nehmen, Wasser trinken, nehmen einmal wieder den Eimer und gehen hier zweimal rein. Und dann haben wir hier schon wieder das Ganze vorgesorgt, muss sogar fünfmal. 2, 3,
und noch einmal ins Wasser. Und hier ist soweit alles vorbereitet. Gut, wir gehen weiter looten. Das nächste ist, ich möchte mal Tauchflossen haben, also zweimal sein. Wir brauchen nochmal Stoff, sage ich jetzt mal. Eine bessere Axt wäre gut. Ja. Und hier haben wir den Forschungstisch, also Komponenten. Also gehen wir nochmals unterwegs. Wir machen hier einmal rund um die Insel. Dort hinten hat schon größere Gebäude. Wir gehen jetzt aber hier einmal hier rumherum. Nehmen hier mal wieder unsere Axt. Weil hier hat es am Anfang eigentlich noch nicht viele Gegner. Hier waren wir. Und dann gehen wir hier und dann summen wir wieder Metall. Gehen weiter. Die Autobahn, da war ein Auto, das haben wir schon genommen. Wir nehmen hier die rote Alge mit. Und hier kommt das nächste Auto. Schnell Sauerstoff nachtanken. Und gehen wieder runter und nehmen hier die nächsten Materialien. Komponenten. Und nochmals Komponenten, das war ein guter Fang. Hier hat es keine Autos, aber hier unten und nochmals eine rote Alge. Wir bekommen hier Metall und nur Metall. Die rote Alge nehmen wir mit. Schauen, was wir hier noch haben. Keine Gebäude, also das ist gut, aber mehr Autos, Sauerstoff, auftanken. Und nach unten. Jetzt habe ich gerade gesehen, wo der Händler ist. Das zeige ich euch gleich noch. Wir machen aber zuerst diesen Tauchgang fertig. Mit der Flosse geht es auch einiges schneller mit dem Schwimmen. Einmal Stoff. Gehen nach oben. Und hier steht das Motel und hier hat es einen Händler. Hier können wir Ware, Kleider etc. da eintauschen gegen Geld. Ne, nicht gegen Geld, sondern wir können nur handeln mit anderen Komponenten, die wir gleich benötigen. War ich noch nie dort? Hier unten hat es dann nochmals einen Fisch, den holen wir auch gleich. Zuerst das Ganze looten. Wechseln da auf die 3 zum Speer. Und ich glaube, das sind 3 andere. Aber dann haben wir die auch gleich, wenn die schon hier in der Nähe sind. Ah, den haben wir schon. Den können wir gleich auch noch nehmen. Ja, jetzt ist er. So, und hoch. Und den 3. auch gleich. Also Nahrungsquelle, kein Problem. Die Dauer einfach vom Kochen, das geht relativ lange auf dem Verhältnis, außer man macht eine zweite Kochstelle, dann wird es gehen. Du kommst nicht davon und dich habe ich auch. Dann gehen wir gleich weiter einmal rund um die Insel. Wir haben noch Kapazität vorhanden. Das ist eine Autotafel, hier ist nichts. So weit nach unten möchte ich noch nicht. Und hier kommt noch eine Hütte. Und da kommt schon wieder unsere Base. Gehen hier hinein. Hier oben hat es. Hier hinten. Ne, das sind nur Ziegelsteine. Die kann ich nicht nehmen. Komme ich hier durch? Nein. Hier ist der Eingang. Mein Beil. Hier eine Waschmaschine. Hier sind viele Stoff. Tücher drin und dann ist hier auch schon wieder leer geräumt und der Sauerstoff wird knapp und wir sind da oben und passt das. Also dann schauen wir schnell den Forschungstisch an, ob ich den schon herstellen kann. Inventar, den Forschungstisch, da fehlt uns eine Komponente und 11 Holz. Eine Komponente und 11 Holz, das sollte hier noch vorhanden sein. 11 Holz, eine Komponente haben wir hier und wir können unseren Forschungstisch herstellen, bauen
und den platzieren wir einmal hier. Forschungstisch, was wir hier erforschen können, nachher bauen können. Was mich da interessiert, ist mal die Armbrust und die Armbrustpfeile. Ich brauche hier wieder Stoff. In diesem Sinne her, Stoff haben wir, also können wir Seil machen, einmal herstellen. Ich möchte hier die Armbrust haben, fehlt mir aber noch eine Komponente und wir haben keine Komponente mehr im Inventar. Doch. Gehen wir wieder hier hinein, die Armbrust erforschen und jetzt ist es so, dass hier bei den Waffen die Armbrust ist und ich brauche wieder eine Komponente und ein Seil. Nee. Und ich brauche ja dann auch noch die Pfeile. Sofort mal erforschen. Und die Pfeile im falschen Menü haben wir hier. Und hier brauche ich dann Schrott. Also hier mal die Armbrust. Drei Komponenten, ein Seil. Seil kann ich machen. Und dann fehlt hier uns wirklich nur noch die drei Komponenten. Wir haben wieder Energie, wir haben jetzt circa schon 30 Minuten Aufnahmezeit. Wir gehen jetzt einmal nach unten. Das Ziel ist jetzt noch schnell hier die Armbrust zu bauen und dann würden wir dann nachher das Let's Play beenden und wir würden dann uns bei der nächsten Folge dann wieder sehen. Habe ich hier gleich... Oh, nee. Hier ist eine Waschmaschine, das sind keine Komponenten, sondern Altmetall und Stoff. Ja. Und einmal hoch an die frische Luft und... Ui, das geht lange. Jetzt habe ich mich total verschätzt da. Aber ich hatte genug Energie. Das passt soweit. Wir gehen hier mal nach unten oder nach hinten. Ja, das ist glaube ich ein Lastwagen. Lastwagen geht... Geht relativ sehr gut oder gibt sehr viel Lootmaterial. Ja. Und ich denke, dann hätten wir unsere Komponenten etc. Und sonst hätten wir links noch ein Auto. Aber dann sollten wir das Ziel erreicht haben mit der Armbrust. Einmal nach unten. Komm. Ah, hier ist er. Altmetall, Stoff, Altmetall. Komm, Komponenten, Glas. Stoff, Komponenten, eine. Gummi. Ah, das war jetzt nicht gerade die Menge, die ich mir erhofft habe. Nochmals einmal hoch. Und hier war doch immer noch gerade ein Auto. Ja, hier. Und da hoffe ich schon, dass hier anscheinend die Komponenten kommen. Wir haben hier eine Ruine entdeckt. Das zeigt es nachher noch auf der Karte. Vielleicht haben wir noch hier gute Gebäude. Eine Waschmaschine ist nicht das, was ich suche. Aber wenn wir schon hier sind, nehmen wir das gleich mit. Turnschuhe haben wir gefunden. Das ist irgendwie ein... Ah, ja, ich muss nach oben. Ah, das ist das Wasser schon hier. Das geht. Wir schauen noch was die Komponenten an. Drei, noch einmal Komponenten. Wir gehen hier gleich nach hinten. Da war ich bis jetzt noch nie. Auch ein neuer Ort für mich. Ist das nur Altmetall oder bekomme ich ja noch Komponenten? Komm, 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 komm. Ah, das war nicht. Ja, die nehmen wir mit. Und hier ist die kleine Komponente. Komm. Drauf bleiben, Sauerstoff achten. Yes. Oh, sogar viel. Aha. Okay, wir gehen hoch. Wir kommen da später nochmals vorbei. Sauerstoff. So, haben wir die auch dabei? Ja. Und wir können hier schon eigentlich herstellen und können die hier platzieren. Dann gehen wir nochmal schnell unten. Nehmen da das Material mit. Das war jetzt nicht hier, ne? Also. Ich denke, ich mache mich da auf den Rückweg einmal zu unserer Base und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da. Schreibt in die Kommentare, ob ihr Erfahrung habt, im Wasser eine Base aufzubauen. Das würde mich wundernehmen. Oder sagt, nee, das ist der größte Scheiß. Hey, Metti,
bau lieber auf dem Festland oder in der Höhe, weil es wird so krass. Nee, einfach reinschreiben, einen Daumen hoch. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, euer Matti.